können wir doch mal direkt gucken. Lalala. Und wir sind immer noch nicht durch mit dem Let's Play. Ich habe gesagt, ich habe schon von vornherein gesagt, wie ich das Let's Play angefangen habe. Es ist und bleibt wahrscheinlich, ja bleibt weiß ich nicht, aber es ist definitiv das längste Let's Play bei mir auf dem Channel. Definitiv. Denn, ja, ich glaube, das wird, glaube ich, was war bei mir eigentlich das längste? Ich bin gerade am überlegen. Ach, ich glaube Metro war, war es Metro? Oder? War es Metro gewesen? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, irgendeins wird es ablösen. Wir gucken. Hm? Hm? Na? Musst du pupsen? Musst du pupsen? Hm? Okay, haben wir abgegeben. Sehr schön. Ja, er muss sich ausruhen, sagt er jetzt. Und ja, hat er jetzt seinen Staub. Okay, aber ich glaube, das war es jetzt gewesen. Ich glaube, mehr haben wir auch nicht an Missions, an Missionen. Das... Warte mal, wir können hier Punkte vergeben, aber ich glaube... Handwerksfähigkeiten. Ich stelle zwei Stachelbomben her anstatt eine. Ja, das können wir mal machen. Das ist gar nicht mal so. Ja, ja. Ja, 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 ja. Du mich auch. So. Ich glaube, das war's mit Missionen. Denn wir müssen die Hütten weiter ausbauen. Das heißt, wir können hier mal. Ach, guck mal, hier ist ein Leuchtfeuer. Da ist noch ein Leuchtfeuer. Da können wir eigentlich mal hin. Und auf dem Weg dorthin, also ihr seht, wir haben keine Mission mehr. Das heißt, wir müssen die Hütten definitiv ausbauen. Das heißt, ich reise hier schnell hin und werde dann hier durch den Pfad gehen Richtung Leuchtfeuer. Das wird, glaube ich, spaßig. Party hard. Ich feiere das Game. Ja, Party hard. Werden wir heute im Stream auch noch spielen, definitiv. So. Party hard, Party hard, Party hard. So, da wären wir auch schon. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Ich muss links lang, genau in die Richtung. Werde dann mal auf die kleine Keule wechseln. Und die einmal entzünden. So, Keule in der Hand. Wohin sie auch immer verschwand. Die Keule in der Hand. Nein, ich wollte auf die Karte gucken. Okay, ich muss da lang. Die in deinem kleinen Arschloch verschwand. Entschuldigung. Ich meine. Wir haben noch keine 22 Uhr. Ich entschuldige mich. So. Ich muss irgendwie. Darauf. Da oben ist irgendwas. Ah, hier. Wir können gleich mal unseren. Unseren Gehilfen rufen. Unseren kleinen Teddybärchen. So. Geht weg, ihr kleinen Gnome. Ich rufe meinen Bären. Ihr werdet sehen, ich rufe meinen Bären. Ich rufe ihn jetzt, warte. So. Den rufe ich jetzt, ja. Ja, ich rufe den. Da könnt ihr mal gucken. Da ist er schon. Hallo, mein Kleiner. Hey, bleib mal stehen. Na, bleib doch mal, bleib doch mal. Ja. Ja, ja. Ja, du bist ein ganz feiner. Das ist unser Narbenbär. Für die Leute, die vielleicht das Let's Play nicht verfolgt haben. Den haben wir ja ganz am Anfang... gezähmt. Boah, da wird fleißig gekämpft hier. Sehr schön gemacht. Hast du ganz fein gemacht. Sehr schön. Hier. Ja, hast du ganz fein gemacht. So. Hier ist, glaube ich, auch der Pfad, den wir lang laufen müssen. Was haben wir hier? Ach, guck mal, Südstein. So. Ach ja, liebe Leute. Heute werde ich nicht alt. So. Zack, das nehmen wir mit.
Da ist noch ein bisschen, glaube ich, lila Blatt. Das lasse ich aber ganz einfach mal liegen. Oh, wie niedlich der Bär ist. Warte mal, laufe ich überhaupt richtig? Ja, ich laufe richtig. Wir waren hier schon mal, ist aber schon ein bisschen länger her. Da sind wir auch hier durchgelaufen. Ach, ich glaube, da mussten wir zu den Icilia, glaube ich, hier war das nicht diese Endmission mit der Trulla? Mit der dämlichen... Na! Hier, für dich. Hatsch. Ist auf. Ist genug da für jeden. Schau mal eben. Guck mal, da können wir was looten. Da hinten. Genau, mach du erstmal alles... Ja, genau. Mach du erstmal alles kaputt, richtig? So mache ich das auch immer, wenn ich erstmal zu Besuch bin bei jemandem. Ich trete erstmal die ganze Bude kurz und klein. Und dann begrüße ich erstmal die ganzen Leute. Vor allem, was man erstmal bringen muss, wenn man irgendwo eingeladen ist. Zu Besuch. Man kennt die Leute nicht. Und die Frau des Hauses macht die Tür auf. Dann der erste Spruch, den man sagen muss, ist, wer hat sie denn geschminkt? Stevie Wonder? Da hat man sofort einen Stein im Brett. Definitiv. Ah, wir haben hier sogar Gegner. Wusste ich gar nicht. Kannst mal sehen. Ja. Nein, greif ihn doch. Wollte schon sagen, greif sie doch an. Oh, guck mal, die beiden kuscheln. Oh, guck mal, die beiden kuscheln. Nee, nee. Da, guck mal. Oh, guck mal, die beiden kuscheln. Die liegt ein bisschen merkwürdig da. Ich wollte es nur mal anmerken. Okay, so. Haben wir noch irgendwas zum... Ach, guck mal, da ist noch ein bisschen Holz. Das nehmen wir noch mit. So. So. Auf einem guten Weg zum Leuchtfeuer. Tralala, tralali, jetzt muss ich selber erstmal gucken. Warte mal, kann es sein, dass wir einfach hier lang gehen können? Ich schau mal auf die Karte. Ja, können wir. Wir können den Weg nach außen rumnehmen. Hier ist sogar eine Deja oder Deja-Hand oder Deja-Hand, wie sich das schimpft. Habe ich auch schon lange nicht mehr gesammelt. Die ganzen Sammel-Items hatte ich mir eigentlich aufgehoben gehabt für zum Schluss. Also ihr müsst mir das ruhig mal sagen. Also einige Leute haben jetzt unter den Videos nicht viele Kommentare gepostet. Aber 6 von 100 nach 2 bis zur nächsten Belohnung. Würde mich jetzt mal brennend interessieren, sollen wir denn im Let's Play noch alles sammeln? Also alles, was es so gibt, Collectibles und sowas? Oder sollen wir einfach Story durchspielen und dann war's das? Oder ja, sollen wir das noch machen? Also wenn ihr jetzt gerade hier im Chat sind und so, du kannst natürlich, du auf YouTube natürlich auch einen Kommentar unten drunter lassen. Würde mich mal brennend interessieren, ob wir das wirklich machen sollen oder nein, spiel ruhig Story durch und fertig. So, ja, willkommen zu Let's Play Live Show. HSV Fan, ich grüße dich, Prost, und willkommen zum Live-Let's Play von Far Cry Primal. Ich nehme gerade wieder live auf YouTube. So. Wo sind... Hallo? Da ist noch was zum Abkrabbeln. Es ist so still hier. Südstein, guck mal an. Wir brauchen Nordton, wäre viel geiler. Und es wird gerade hell. Das heißt, ich kann die... Wir haben die Nacht überlebt. Das heißt, ich kann die Keule löschen. Verfolgen uns die... Hau bloß ab. Ja, ja. Verzieh dich, du Drecksack-Arschlochhund. Ja, ja. Wie sie Schiss haben, ne? Erst wollen sie im Rücken fallen und dann verpissen sie sich. Hau bloß ab. Hau bloß ab. So, was ist denn da oben? Ach, eine Hütte. Mhm. So. Da oben sind Wölfe wieder. Boah, wie ich diese Wölfe so hasse, ne? Das ist unglaublich. Komm hier hin. Lieber Narbenbär. Alles sammeln, was geht. Ah, okay. Ja gut, dann hebe ich mir... Dann hebe ich mir das für, ja, fürs Schluss... Fürs Schluss... Kann nicht erreichen, weil er am Baum festhängt. Du bist doch so ein dämlicher Bär. Ich hau dich. Greif ihn doch einfach an.
Geht doch. Manchmal muss man einfach mal kurz auf den Hintern hauen. Ich glaube, dann werde ich mir das Ganze natürlich aufheben. Aber das wird dann immer so eine Schnellreiseaktion werden. Also Schnellreise nach A, B, C, D und so weiter. Um dann halt alles zu sammeln. Und, aber das wird dann zum, ja, zum Ende des Let's Plays wird das dann passieren. Na, wenn wir dann mit der Story durch sind. So, hallo? Und wenn jetzt auf dem Weg sowas liegt, dann nehme ich das natürlich mit, ist klar. Ne? Der ist, würde ich sagen, verbrannt. Der hat blau leuchtende Augen. Sehr merkwürdig. Ja, ist ja... Ja, ist ja gut. Ja, ja. Ganz fein. Ja. Jetzt regen sich wahrscheinlich wieder viele auf. Ey, du streichelst viel mehr den Bären, als wie du spielst. Ja, muss ja auch mal sein, ne? Der hat ja auch Liebe verdient, der Bär. Ja, und ich nicht, oder was? So. Ach ja, wie schön. Was war das denn? Was war das denn? Wieso ist er denn jetzt gestorben? Von was denn? Von was denn? Von was ist er denn gestorben, bitte? Von was bist du denn gestorben? Ich verstehe es gerade nicht. Ich verstehe es gerade nicht, von was er gestorben ist. Er hat sich einfach auf den Boden gelegt. Naja, ist ja auch egal. So, haben wir hier irgendwas zum Sammeln? Da hinten ist irgendwas. Im Busch versteckt. Da. Da ist eine Leiter. Hier. Südstein bestimmt, ne? Ja, genau. Südstein. So, okay. Die Region hat also sehr, sehr viel Südstein. Südsteinstaub, was war das? Nein, ich schmeiß die Keule auch noch weg. Oh, ich bin so hohl. Wo ist die Keule? Wo ist die Keule? Na toll, muss ich mir eine neue bauen. Super. Komm hier hin, der haut eh ab, der Penner. Ist eine feige Ratte, der Säbelzahntiger. So. Aber man merkt aber an, dass Far Cry auch so ein Spiel ist, was im Stream doch arge Probleme bereitet. Ne? Also auch jetzt heute über die Capture-Karte ist es auch nicht ganz, ja, wunderschön HD, nenne ich das jetzt mal. Sondern ich denke mal, das liegt auch an den Farben von Far Cry. Sayas Hügelfeuer, Ort entdeckt. Ah ja, ist ja interessant. So, warte mal, du bleibst jetzt erstmal weg. Weil ich muss jetzt hier das Lagerfeuer anzünden und ich möchte da ungesehen bleiben. Die Frage natürlich ist, da ist ja schon jemand. Hallo, mein Freund. Scheiße. Scheiße. Ah, das gibt's doch nicht. Na. Na, jetzt rufen sie natürlich Hilfe, ist klar. Nein! Das gibt's doch nicht. Das ist doch ein Scherz, oder? Hör auf damit! Hör auf damit! Hör auf damit! Was haben sie denn hier Schönes? Ach, das ist wohl die Buden von denen. Jetzt kommen wahrscheinlich schwer gepanzerte, ne? Ja, natürlich! Hier. So, ich muss mich heilen. Nein, was? Was? Oh Mann, das gibt's doch gar nicht. Toll, jetzt bin ich auch nur gestorben. Weil ich den Demlack mit der Maske nicht getroffen habe. Verdammt, das ist doch nicht wahr. Unglaublich. Unglaublich. So, okay, pass auf, machen wir anders. Gehen wir das Ganze nochmal neu an. Also, da oben müssen wir hin, ne, oder? Warte mal, nee, warte mal, hä? Wo ist denn der... Hä, wo ist denn jetzt... Was, wieso bin ich denn jetzt hier? Hä?
Ich verstehe es nicht. Da hinten müssen wir hin. Wieso spawne ich denn hier hinten? Sehr, sehr merkwürdig gerade. Geh bloß weg, ja. Vor mir sind auch welche. Na toll. Ja, such mich mal. Ich geh mal währenddessen eine Ziege schlachten. Oder auch nicht. So. Ziegenmilch. Ich bin ein Knilch. Na, kletter doch da hoch. So. Ich hoffe, wir kriegen jetzt das Leuchtfeuer hin. Ungesehen, zumindest. So. Das nehmen wir mit. Südhorn. Das sind noch ca. 170 Meter. Na. Hallo. Bienenschwarm. Südsteinstaub nehmen wir auch mit. So. Ich frage mich gerade, wie viel Leuchtfeuer wir insgesamt noch brauchen. Ich glaube, so viel waren es nämlich nicht mehr gewesen. Deswegen bin ich da gerade am Überlegen, ob es vielleicht der letzte sein kann. Töte alle Gegner und entzünde das Leuchtfeuer, um es zu erobern. Kriegen wir hin. Wenn er dann mal hier hochklettern würde. Nein! Was war das denn? Willst du mich verarschen? Nur weil er daneben greift, fällt er wieder runter, oder was? Oh, das ist so eine Wursttechnik. Das gibt's gar nicht. So, und jetzt fliegt der Vogel davor, ne? Komm, ich weiß es doch genau. Ah, nee, doch nicht. Ich dachte schon. So, was ist denn hier für eine Party? So, warte mal. Da ist auf jeden Fall schon mal ein schwer gepanzerter. Den machen wir erstmal weg. So. Ich hoffe, ich habe die alle markiert. Soll ich es wagen, hier hochzuklettern? Bin mir da nicht so ganz sicher, ob das so eine gute Idee ist. Okay, dem ist es gerade aufgefallen, dass der eine weg ist. Ah, der dreht sich um. Sehr schön. Sauber. Der fällt... Ja, sehr schön. Der fällt gerade runter. Ihn hier könnten wir mal locken, ne? So ein bisschen, oder? Noch einer hier? Noch jemand hier? Ohne Fahrschein? Okay. Yeah! Kopfschuss! So. Leuchtfeuer entzünden. Das machen wir doch direkt mal. Da ist es. Wunderbar. Jawohl, 15 von 16. Ah, okay. Also noch eins. Dann haben wir alle Leuchtfeuer beansprucht. Sehr schön. So. Tralali, tralalo, tralahopsasa. So, was wollte ich jetzt? Ich wollte mal auf die Karte geguckt haben. Okay, was haben wir denn hier? Wollnashorn, Großelch, Säbelzahntiger. Hinten haben wir noch irgendwelche Hütten oder kleine Lager. Ach, hier ist noch ein... Ach, guck mal an. Das heißt, wir müssen irgendwie nach hier drüben kommen.
Da können wir eigentlich mal eine Schnellreise hinmachen. Hier oben hin. Und dann gehen wir einmal hier rum. Da reise ich mal ganz schnell hin. Und wie gesagt, auf dem Weg looten wir so ein bisschen ab alles und sammeln ein bisschen. Wir haben ja auch noch keine neue Mission. Wir müssen ja gucken, dass wir so ein bisschen die Tierchen da sammeln und alles. So, vielleicht ist ja hier auch ein neues Gebiet für uns. Ich schau mal eben. Wir müssen... Nee, wir müssen da lang. Nicht falsch laufen jetzt. Okay, der gehört zu uns. Weil wir müssen ja um den Berg herum. Oh, ist das geil. Boah, ich liebe das immer, wenn ich diese Mammuts sehe, wie die einfach so ihre... Ja, einfach ihren Tagesablauf hier so laufen. Oder abgehen. Das ist so cool. Oh, ich genieße das manchmal einfach. Habe ich im Let's Play auch schon so häufig gesagt, also hier. Die können aber auch gefährlich sein, das ist das große Problem. Da oben laufen Gegner. Da ist was zum Sammeln. Ich möchte ungern die Herde aufscheuchen, deswegen versuche ich mal hier so... Ja, ja, ist gut. Ich bin nicht da. Ich bin nicht da. Ignoriert mich einfach. Ich glaube, solange man denen nichts tut, tun dem einen auch nichts, ja? So. Und, um auf die Frage kurz zu antworten. Ja, ich lese... Uah, was? Ja, ich... Alter. Ich musste mal eben kurz mich um einen Säbelzahntiger kümmern. So, und auf die Frage kurz zu antworten. Ja, ich lese den Chat, aber es ist ein Live-Let's Play und ich werde nicht so auf Chat-Sachen eingehen. Habe ich ja von vornherein gesagt und ist ja auch nicht das erste Mal, dass ich das sage. Ne? Wie gesagt, weil es ja ein Live-Let's Play ist und ich mich mehr aufs Spiel konzentriere für YouTube, deswegen. Aber ich lese den Chat, ich kann ihn verfolgen. Ne? So. Dann habe ich das auch mal erwähnt. So, da sind Yaks, die können uns schon mal wieder ein bisschen gefährlicher werden, sobald wir bei denen in Nähe sind. Aber wir gehen, glaube ich, jetzt den richtigen Weg, ne? Genau, wir müssen hier lang. Und da ist zum Beispiel eine Schneeblutwolfsjagd. Na, ob wir die machen sollten, ich weiß es nicht. Ich bin mir da noch nicht so ganz sicher. Ich möchte jetzt erstmal den Yaks aus dem Weg gehen. Da ist ein weißes, seltenes Yak, aber das brauchen wir nicht. Das haben wir schon. Der Säbelzahntiger... Versuch. Hallo. Schön, euch zu sehen. Ja, ja. Da ist auch ein Yak. Ich versuch... Oh, hier sind so viele Yaks. Oh, oh. Oh, ja, ja. Ich war zu nah. Ciao. Ignoriere mich doch einfach. Ignoriere mich einfach. Ignoriere mich einfach. Hui. Da flog gerade jemand. So, ich muss mal eben schnell auf die Karte schauen, ob ich jetzt richtig gehe. Okay, hier ist also auf jeden Fall ein Weg dort oben lang, den wir eigentlich auch nutzen können. Ich schau mal, ob ich hoffe, dass ich den Weg finde. Der müsste hier sein, oder? Guck mal, da ist noch was zu sammeln. Aua, Alter, was? Hä? Geh weg! Survival! Darf ich das noch mitnehmen, Südstein? Lass mich! Aua, lass mich! Das gibt's doch nicht! Wo kommt der her? So. Was? Ich habe zu viel über Monster da reingeschaut. Da unten ist die Weißwolfsblutjagd. Und da müssen wir, glaube ich, auch hin. Hier so in die Gegend. Ich schau mal eben. Ja, da müssen wir hin. Schaffe ich das hier, ohne Schaden zu nehmen? Hier. Ja, sehr schön. So. Das sind auch Drecksäcke. Das sind auch Drecksäcke. Die Hyänen. Boah, das sind solche Mistsäcke. Da sind, glaube ich, Wölfe. Okay, ist sehr, sehr gefährlich, hier lang zu laufen.
Überleg mal, ich habe das Spiel noch nicht mal zur Hälfte durch. Und wenn ich jetzt überlege, ich hätte jetzt den Survival-Modus gespielt. Oh Gott, das mit den Gegnern und das mit der Trulla. Um Gottes Willen, wie will man das denn schaffen? Oh Gott. Ah, die Hyäne jagt da gerade die Hähnchen. Ich mach mal einen weiten Bogen drum. Boah, wenn man hier so Bäume jetzt fällen müsste, um sich eine Hütte zu bauen. Das wäre so geil. Wie cool das einfach wäre. Aber hier ist echt schön, der Wald. Gefällt mir. Aber auch sehr gefährlich. Aber was für ein Flair dieses Spiel auch hat mit diesen... Ich hab's gewusst. Du scheiß Drecks-Arschloch-Wolf. Ich hab's gewusst. Ich hab dich genau gehört. Ich hab's genau gewusst. Ich wusste es. Deswegen war ich gerade so kurz... Oh, wie süß. 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 Oh, Survival. So, was wollte ich gesagt haben? Ich hab's genau gewusst. Deswegen war ich kurzzeitig ruhig. Ich hab ihn gehört. Und der verfolgt uns, der Drecksack. Ich glaub's ja nicht. So. Warte mal. Müssen wir... Was ist denn da? Ach, das ist für die Jagd. Fallen herstellen. Ah, also wird sich das dann hier abspielen mit dem Weißwolf. Hier kann man nämlich eine Falle herstellen. Mhm. Eine Spießfalle bauen. Ist also hier die Arena. Aber wie gesagt, ich möchte das aber noch nicht machen. Vielleicht zum späteren Zeitpunkt, sondern ich möchte jetzt erstmal da hinten hin. Zum Leuchtfeuer. Und dann können wir wiederum vielleicht nochmal versuchen, dorthin zu gehen. Folgt er uns immer noch? Ich glaube nicht. Du kleiner Drecksack. Du kleiner Drecksack. Du kleiner Drecksack. Hau bloß ab. Hau bloß ab. Alter, der kommt. Hau bloß ab. Geh weg. Lass mich. Lass mich. Geh weg. Du stinkst. Nach Maggi. Und deine Mama auch. Warte mal, hier war was. Südsteinstaub. Hau bloß ab. So. Okay, ich versuche mal nochmal Richtung Wegpunkt zu kommen. Und was ich gleich unbedingt machen muss, ich muss gleich den Ventilator ausmachen. Wir müssen gleich unbedingt eine Pause mal einlegen. Der Ventilator bläst mir zwischendurch mal so ein bisschen hier aufs Ohr und das wird ganz schön kalt und mein Nacken ist schon so ein bisschen so... Kennst du das, wenn du eine gewisse Zeit am Ventilator sitzt, irgendwann wird so deine halbe Gesichtshälfte so halb gelähmt und deine halbe Körperhälfte wird so ein bisschen so gelähmt? So hast du das Gefühl und so ist es gerade bei mir. Und ich glaube, ich sollte gleich mal den Ventilator ausschalten. So. Okay, da wird gerade gekämpft. Ich möchte mich da einfach mal raushalten aus bei denen. Deswegen schleiche ich mich einfach mal hier rum. Wir sind ja so ein bisschen auf Loot-Tour. Können wir ein bisschen Holz mitnehmen. Tasche für Gegenstand bereits voll. Immer diese Taschen, die sind mal so schnell voll. Hallo Luke Spark, ich grüße dich. Willkommen zum Live-Let's Play. So. Befreie die übrigen, wenn ja. Nö, keine Zeit gerade. Ich habe gerade andere Missionsprioritäten. Als wie dich Spiel. Warte mal, Südhorn, ist das auch voll? Ah, Tasche bereits voll. Ja, gut. Ich frage mich, warum ich dann... Was war das denn gerade? Das war gerade... Aha. Wir müssen dahin. Ich frage mich gerade, laufe ich überhaupt richtig hier auf dem Weg? Ich schau mal eben. Ja. Da ist ein Weg. Ist das der Weg hier? Oder ist der da... Auf jeden Fall ist da irgendwo, da ist eben wahrscheinlich oben liegend das Leuchtfeuer. Ich schau mal, dass ich hier wieder drunter komme. Oh, wie süß. Oh, wie süß. Oh, wie süß. Entschuldigung. So. Was? Wer? Was? Wo? Natürlich ein Wildschwein. Ist klar, will mich jetzt angreifen.
Ich habe den Ventilator bei mir an der Bettseite stehen. Ja. So, wir sind also schon hier am Leuchtfeuer angekommen. So. Genau, für die Leute, wie gesagt, die jetzt nochmal, um nochmal auf Twitch zu kommen, für die Leute im Chat und die jetzt nicht wissen, warum sie keine Teile mehr haben, bitte einfach auf Facebook die Gruppe Let's Play Leerzeichen Live Show einfach mal suchen, dort den Eintrag sich durchlesen, warum, weshalb Taler sammeln jetzt angesagt ist und warum alle auf Null stehen oder Null standen. Ich schau mal, dass ich mal eben die Eule rufe. Und nicht wundern jetzt. Doch so viele, hätte ich jetzt nicht gedacht. Das sah ein bisschen kleiner aus. Okay, da glaube ich, da drin ist auch noch jemand, ne, oder? Ja, so viele sind es nicht. Da hinten ist jemand, der Hilfe rufen kann. Die anderen nicht. Die anderen sind alle so ein Otto-Normalos. Mal schalte ich jetzt erstmal den aus. So, tschüss. So. So. Geil wäre natürlich, wenn ich jetzt den Säbelzahntiger da ein bisschen befreien könnte, der da hinten ist. Aber dazu stehe ich, glaube ich, zu weit weg. So, mal gucken. Hat keiner mitbekommen, sehr schön. Da hinten ist der eine. Waren das nur die drei? Ach, da ist noch jemand. Wo geht die hin? Ah, der eine kommt hier hoch. Das hat der da hinten gar nicht mitgekriegt, ne? Ne, sehr schön. So, das heißt also, es müsste nur noch er sein, dann war es das auch schon. Yeah. Kopfschuss. Na, kann ich den... Kann ich hier normalerweise... Wollte schon gerade sagen, ich kann doch sonst immer den Pfeil anzünden. So, sehr schön. Ja, Haltefels. Was? Halt? Haltefels? Haltefels-Leuchtfeuer. So, ja. Alle Leuchtfeuer beansprucht, würde ich sagen. Awesome. Wuhu. Mit so einer geilen Aussicht. Ich fasse es nicht. Sehr nice. Gefällt mir sehr gut. So, neuen Fähigkeitspunkt haben wir auch bekommen. Wunderbar. Boah, was eine geile Aussicht, alter Schwede. Boah, Porno. So, ich schau mal auf die Karte. Okay, 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 okay. Hier sind auch noch Lager. Lagerfeuer, Lagerfeuer. Aber wir müssen auch noch, Boah, hier geht's ja noch viel... Alter, wie weit geht's denn hier noch? Was? Okay, also müssen wir definitiv hier noch weitergehen, weil wir noch, glaube ich, zwei, drei Außenposten auch noch erobern müssen. Und wir haben immer noch keine Mission. Aber, ja. Soll uns nicht dran hindern, erstmal zurückzureisen wieder zu unserem Dorf. Und, erstmal eine gemütliche Pause machen. Um uns so ein bisschen zu erholen von dem schönen Tag. So, da wären wir auch schon wieder. Ja, meine Güte. Was war das wieder für aufregende Folgen? Und, ja, mit dem schönen Ausblick möchte ich mich eigentlich auch schon wieder verabschieden von euch. Also, ja, für dich auf YouTube, also für euch. Und, ja, würde sagen, wir sehen uns in einer weiteren Folge wieder. Far Cry Primal. Und ich hoffe, ihr schaltet dann wieder ein. Und dann geht's weiter mit ja, Jagen, Hütten bauen. Ja, irgendwie sowas. Wir werden schon mal irgendwas, wenn wir hinkriegen. So, jetzt wird's auch Nacht. Und ja, würde sagen, gute Nacht. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.